Wer das Glück nur in der Ferne sucht und die Welt vor der eigenen Haustür nicht kennt, der verpasst ein Paradies. Komm mit auf eine Entdeckungsreise in eine Welt, die du so noch nie gesehen hast. Eine Welt, die so einmalig ist, dass sie zum Weltnaturerbe der Menschheit erklärt wurde. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer grenzt im Norden an Dänemark, im Süden an die Elbe. Mit seinen 4.400 Quadratkilometern ist er der größte Nationalpark zwischen dem Nordkap und Sizilien. Ein Lebensraum, der zweimal am Tag sein Gesicht ändert. Bei Flut überspült. Bei Ebbe zieht sich das Wasser auf ein Drittel der Fläche zurück. Eines der letzten Gebiete in Mitteleuropa, in der sich urwüchsige Natur weitgehend ohne menschlichen Eingriff entwickeln darf. Natur, Natur sein lassen. Trieschen wandert alljährlich 30 Meter nach Osten. Seeschwalben, Möwen, Löffler und Wanderfalken suchen die abgelegene Wildnis zum Brüten auf. Für unser Eins heißt das, betreten verboten. Für alle bis auf eine, die Vogelwartin des Nabu, die hier von März bis Oktober ganz alleine wohnt. Sie zählt jeden Tag ihre Vögel und da hat sie gut zu tun. 2 Millionen Zugvögel nutzen das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer als Energietankstelle. Bis zu 4000 Kilometer reisen sie aus ihren Brutgebieten in Kanada, Skandinavien und an der russischen Eismeerküste an. Im Watt und auf den Salzwiesen finden sie reichlich Nahrung. Wieder bei Kräften geht es weiter nach Westafrika, in die Überwinterungsgebiete. 200.000 Vögel brüten auch im Nationalpark. Ihre Küken profitieren davon, dass der Meeresboden bei Niedrigwasser begehbar ist und enorm viele Leckerbissen bietet. Das Wattenmeer ist das vogelreichste Gebiet Europas. Eine internationale Drehscheibe im Vogelluftverkehr. Auch für die Eiderente, die zu Tausenden aus der Ostsee einfliegt, um hier ungestört zu mausern. Sand und Strand, soweit das Auge reicht. Auch für den Menschen besitzen der Nationalpark und die rund 70 angrenzenden Gemeinden großen Erholungswert. Kilometer weit durch den Sand laufen, sich den Wind um die Nase wehen lassen, im Einklang mit sich und der Natur sein. Während der Ebbe bleiben vom Meer nur Wasserläufe zurück, die Priele. Getrieben von der Kraft der Gravitation bahnt sich das Wasser alle paar Stunden einen anderen Weg und malt dabei immer neue Muster in den Wattboden. Der Zeitraffer zeigt seine Bewohner. Würmer, Schnecken, Krebse und Muscheln bevölkern den Wattboden. Spezialisten, die an das Leben im Grenzbereich zwischen Land und Meer perfekt angepasst sind. Wie diese Herzmuschel, die sich in 3 Sekunden im Boden verstecken kann. Oder der Wattwurm, von dem man nur die spaghettiförmigen Haufen sieht, die er ausscheidet. Der freiliegende Meeresboden lädt auch die Menschen zu einer Wanderung ein. Die Nationalparkpartner bieten viele Expeditionen in diese einzigartige Natur an.
Die Gezeiten muss man dabei immer im Blick haben. Denn so verlockend ein Ausflug ins trockengefallene Watt scheinen mag, es dauert nur wenige Stunden, dann herrscht hier wieder das Meer. Mitten im Nationalpark liegt Süderoog, eine von 10 Halligen im nordfriesischen Wattenmeer. Halligen haben keinen Deich, der sie gegen Hochwasser schützt. Stattdessen stehen die Häuser auf extra aufgeschütteten Hügeln, den Warften. Die Hallig wird ökologisch bewirtschaftet. Hier braucht man keinen Fernseher. Für die Unterhaltung sorgen die Tiere auf dem Hof und die vielen Vögel in den Salzwiesen. ...280 Menschen leben auf den Halligen. Sie vertrauen darauf, dass ihre Warften hoch genug sind, wenn das Meer im Herbst zu tosen beginnt. Dann wird es hier ungemütlich. Land unter. Eine Gefahr anderer Art ist die Mittelplate. Die einzige Ölbohrinsel Deutschlands liegt mitten im Nationalpark. Ein Widerspruch, der nur besteht, weil die Anlage Bestandsschutz genoss, als der Nationalpark 1985 gegründet wurde. Die Energieversorgung der Zukunft sieht anders aus. Nirgendwo in Deutschland pfeift es so wie hier. Bis 2020 wollen die Schleswig-Holsteiner ihren gesamten Stromverbrauch mit Windenergie decken. Auch sie prägen das Bild der Küste. Krabbenkutter sind Tag und Nacht im Wattenmeer unterwegs. Oft eingehüllt in eine Wolke schreiender Möwen, die auf den Beifang lauern. Über Bord gehen Babyschollen oder junge Seezungen, die im Wattenmeer aufwachsen und unbeabsichtigt ins Netz gehen. Viele Fischer bemühen sich, den Beifang durch neue Techniken zu reduzieren. Dann werden sich die Möwen eine andere Beute suchen müssen. In der strengsten Schutzzone des Nationalparks gibt es aber noch gefräßigere Fischliebhaber. Auf einer Sandbank lassen sich Seehunde nach dem Mahl im Meer die Sonne auf den Pelz brennen. Zu Hunderten ruhen sie auf den Sandbänken. Dabei war ihr Anblick in den 70er Jahren selten geworden. Erst seit die Jagd auf sie verboten wurde, haben sich die Bestände erholt. Heute gibt es im schleswig-holsteinischen Wattenmeer wieder mehr als 10.000 Tiere. Bei Schiffstouren mit den Nationalparkpartnern zu den Seehundbänken lassen sie sich gut beobachten. Salzwiesen bilden den Übergang zwischen Meer und Land. Sie stehen regelmäßig unter Wasser. Viele Pflanzen und Kleintiere haben sich auf diesen salzigen Lebensraum spezialisiert und können nur hier leben. Durch Bemühungen der Nationalparkverwaltung wurden viele beweidete Salzwiesen der Natur zurückgegeben. Weithin sichtbar, Westerhever, der am häufigsten fotografierte Leuchtturm an der deutschen Küste. Die beiden ehemaligen Wärterhäuser beherbergen eine von 20 Nationalparkstationen. Hier leben junge Freiwillige ein Jahr lang als Naturschützer. Den fantastischen Ausblick vom Turm gibt es für sie umsonst dazu. Im Frühling und Herbst lassen sich auf der Sandbank vor dem Leuchtturm tollkühne Flugmanöver beobachten.
Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist ein Stück ursprünglicher Natur, mitten in Europa. 2009 erklärte die UNESCO das Wattenmeer zum Weltnaturerbe. Damit steht es auf einer Stufe mit der Serengeti und dem Great Barrier Reef. Eine eigene Welt mit einem überbordenden Reichtum an Leben. Die Menschen dort sind stolz auf ihr Welterbe, für das sie gern Verantwortung übernehmen.